Thank you.
Ein seltsames Spiel. Wie oft hast du die Treue mir geschworen? Und sicher war es so viel lange Zeit. Doch dann hast du aufs Neue dein Herz verloren. Nur darum bin ich wieder einsam heute. Thank you.
Unser Treffen geht weiter. Wir beenden das Ganze um 17 Uhr. Sie müssen noch nicht nach Hause gehen. Nur die Siegerehrung ziehen wir jetzt schon vor, weil die weitesten natürlich am nächsten brauchen, bis sie daheim sind. Die Miriam Langmesser, wo ist die Miriam? Die Miriam Langmesser mit ihren VW Käfer 1300 wird gesucht. Miriam, du bekommst auch einen Preis von uns. Welchen werden wir noch ein bisschen geheim halten? Also Miriam, komm, da wurde unser Fiat 500 eingesaust. An der Ecke, unser Mercedes steht auch schon. Jetzt nur noch die Miriam. Wo ist die Miriam? Und wie vermitteln wir? So, es freut uns, dass. Ja, es kommen doch immer wieder mal Zuschauer her zu unserer Siege und es ist doch wirklich. Da sind wir Unkosten. Besser wäre es, wenn es kommt. Wir freuen uns über jeden, der hier vorbeischaut und unsere Veranstaltung mit seiner Anwesenheit bereichert.
Des Weiteren möchte ich mich bei meinem Freund Manni Haupt bedanken, der das als freien Stück macht. Der hat noch nicht einmal einen Oldtimer. Der ist zwar Oldtimer, aber er hat noch keinen Oldtimer. Wir sind noch auf der Suche, einen passenden zu finden, aber das wird wahrscheinlich zu teuer, das können wir uns gar nicht leisten. Dann bedanke ich mich natürlich bei allen meinen HOH-Klassik-Kollegen und Kolleginnen für das Mithelfen. Heuer war es wirklich toll organisiert mit den Platzeinweisern, die entsprechende Fahrzeuge untergebracht haben in der Stadt. Es war zum Teil eng, aber es hat sehr gut funktioniert. An meinen Freund Marinus Leich natürlich im Besonderen und Reinhold Wirsing und. Gerhard Högner und alle anderen, die ich jetzt nicht benahm, Christian Hepp, Robert Koch und so weiter. Also sollen sich alle angesprochen fühlen. Es war toll, wieder das heute mit euch durchzuziehen. Und natürlich auch bei der Feuerwehr für die vorzügliche Bewertung und beim Kindergarten aus Hofheim, die wieder für Kaffee und Kuchen gesorgt haben. Der Manni hat es angekündigt. Jetzt endlich zur Preisverleihung. Und da haben wir natürlich unseren zweiten Bürgermeister hier, weil der Wolfgang Bast leider verhindert ist. Der Reinhold Gifrit. Genau, Reinhold Gifrit. Ja, weiß nicht, wenn du den Vornamen, dann entfällt an der Nachname. Reinhold, entschuldige. Zweiter Bürgermeister, komm mal aus dem Schatten bitte. Du übernimmst heute das Grußwort der Stadt und die Übergabe der Pokale. Bitte schön. Ja, lieber Martin, Herr Präsident, auch ich freue mich, dass heute so viele Oldtimer Freunde hier nach Hofheim zu eurer Einladung gekommen sind und bedanke mich recht herzlich bei Ihnen. Sie waren heute eine Bereicherung wieder für unsere Stadt und dafür ein herzliches Vergelt's Gott. Ich habe nun die ehrenvolle Aufgabe, die Pokale der erst drei weitesten gereisten Oldtimer Freunde hier zu überreichen und das tue ich natürlich sehr gerne. Ich darf mich aber zunächst auch bei unseren Oldtimer Klassik-Freunden hier in Hofheim recht herzlich bedanken, bei dir vor allem Martin und beim Marinius und deinem ganzen Team für das Engagement, wo sie heute für so eine Veranstaltung bereitstellen. Dafür recht herzlichen Dank. Ich wünsche natürlich den Oldtimer Freunden weiterhin viel Freude mit ihren Fahrzeugen und vor allem eine unfallfreie und gesunde Fahrt. Dankeschön. Jetzt gebe ich das Wort wieder zurück an den Präsidenten, der wird dann die Sieger aufrufen. Nein, dann herzlichen Dank für deine offiziellen Worte. Vielen Dank. So, wir fangen von hinten an. Und zwar die drittweitest gereisteste, schwierig auszusprechen. Das ist die Miriam Langmesser mit ihrem VW Käfer 1300, die sich bis jetzt noch nicht gemeldet hat. Falls sie schon weg sein sollte, kriegt sie den Pokal von uns natürlich nachgeschickt. Wir haben die Adresse. Also das wäre der Pokal. Wir kaufen noch nicht irgendein Einfachheimer sondern wir machen das selber. Das macht immer der Marinus. Den Kolben mit Bläuel extra reinigen, grundieren, lackieren. Also das ist richtig Aufwand. Und das ist auch was, was man, glaube ich, in Lede jedes Regal und jede Vitrine stellen kann. Also was ganz Besonderes, das man nicht auf jedem Oldtimer-Treffen bekommt. Also, die Miriam bekommt ihn nachgereicht, das ist eben der dritte Preis. So, jetzt kommen wir gleich zu den Shake Hands, lieber Reinhold. Den zweiten Platz hat belegt der René Heffner mit seinem 500er Fiat, hier vor uns in Blau, mit 142 Kilometer Anreise. Kommt dann auf Fange, lieber René. Der Reinhold überreicht mir den Pokal. Bis 8 Uhr ist auch der zu Hause in der Garage. Bleib ruhig immer da stehen, genau, wir machen eine Gruppenbildung an. So, und dann haben wir natürlich den Erstplatzierten. Und zwar den 123er Mercedes 300 Diesel vom Herrn Jürgen Koch. Jürgen, komm mal nach vorne. Machen wir ihn nach vorne. Das war der weitestgereisteste mit 175 Kilometer. Herzlichen Dank für deine Anreise. Bitte stell dich hier rüber für das Gruppenfoto, das die Presse dann für uns macht. Danke. Ich bedanke mich bei allen. Die Party geht noch etwas weiter. Wer noch Zeit hat und nicht so eine weite Heimreise, der kann gerne noch bleiben und sich weiterhin hier in der Stadt aufhalten. Ich freue mich, dass Sie alle da waren und noch sind.
Und lade Sie gern ein, wie der Manni schon gesagt hat, zum nächsten Treffen am ersten Sonntag im Juni 2020. Tschüss, kommt gut heim. Rudi, tschüssi, gute Heimfahrt. Da war ein sehr schönes Exemplar von einem 300 S Mercedes, Wahnsinn. Jetzt stellen wir uns etwas zusammen für ein Foto. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wünsche noch einen schönen Sonntag. Und bis spätestens nächsten Sonntag, dann im ersten Sonntag im Juni.